Committee on International Trade. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kommissar, der Handelsausschuss betont die besondere Rolle des Handels für die Energiesicherheit. Wir sehen den Königsweg im Aufbau von Energiepartnerschaften, die nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Partnern Sicherheit bringen. Energiezugang ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Energiearmut leider ein wachsendes Phänomen, auch in Europa. Der Inter besteht deshalb darauf, dass mit Energieversorgungssicherheit ein erschwinglicher, nachhaltiger, stabiler, sicherer und vorhersehbarer Zugang zu Energie für Bürger wie Unternehmen sicherzustellen ist und Teil einer inklusiven Strategie für Wirtschaftswachstum sowie einer kohärenten Wechselbeziehung zwischen EU-Handels- und Energiepolitik sein muss. Diese Partnerschaften sollen eingebettet sein in die Ziele des globalen Klimaschutzes und entsprechender verbindlicher Verpflichtungen in Energiekapiteln in EU-Handelsabkommen. Wir fordern die Kommission auf, energisch gegen Umweltdumping von Drittländern vorzugehen, die sich nicht an internationale Beschlüsse halten. Der Inter betont abschließend, dass die Verringerung der Abhängigkeit von einem nicht durch eine neue Abhängigkeit von anderen Lieferanten ersetzt werden sollte. Die Europäer lehnen Fracking ab und befürworten eine dezentrale Ersatzlösung. Im Export umweltfreundlicher Energietechnologie liegt für Europa eine Chance. Energieabkommen sind künftig in Mitentscheidungsverfahren zu beschließen. Danke. Thank you. Our next speaker for the Committee of Environment, Public Health and Food Safety for 1 minute is Madam Konečka. Děkuji paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Evropská strategie energetické bezpečnosti obsahuje dle našeho soudu některé opravdu dobré body.